Aufzeichnung. Herzlich willkommen zu unserer mittelletzten Mittellinienstunde, fast letzter. Donnerstag ist die letzte. Diesmal mit einem Holzstab oder einem Besenstab, der ein bisschen über einen Meter lang ist. Ihr gebt ihn euch mal auf die Matte. Stellt euch davor und gebt, kannst du umstellen, und gebt euch den rechten Fuß oben drauf und rollt euch mal die Stange sanft vor und zurück. Und das ist gut, wenn du sich anhaltest. Und ihr bestimmt, was für einen Druck ihr machen wollt auf den Fuß. Vor und zurück. Wir wärmen mal unsere Plantarfaszie auf. Und wir schauen, ob wir da unten irgendwas spüren. So wie Widerstände in Form von Reiskörnern oder Bleistiften. Oder ist das eine weiche, angenehme Fußsohle? Gut, dann wechseln wir das Bein. Wir rollen uns die linke Plantarfaszie aus, bis zu den Zehen vor, bis zur Ferse nach hinten. Wir wachsen nach oben, wir schauen, dass wir mit dem Gewicht bei den Fersen sind, oder bei der einen Ferse, Karin, dass du nicht so sehr mit den Zehen unten stehst, bei der Ferse hinten, bei hinten, ja, genau. So, genau. Gut, dann gebt euch beide Zehenballen so auf die Stange, dass die Zehen drüber rollen, ja? Und jetzt krall mit deinen Zehen die Stange und dann spreiz sie. Und krall und spreiz die Zehen. Krall und spreiz. Krall die Zehen, lass es so und roll mal die Wirbelsäule von oben nach unten ab. Kopf als erster, Hals als nächster, oberer Rücken, mittlerer Rücken, unterer Rücken. Ja, lass die Arme locker hängen, lass den Kopf hängen. Roll von unten nach oben auf, während die Sitzbeinknochen Richtung Boden sind und du krallst mit diesen Zehen. Ich fühle, wie sich das anfühlt. Jetzt spreiz die Zehen und mach dasselbe nochmal. Kopf, Hals, oberer Rücken, mittlerer Rücken, unterer Rücken. Und du rollst von unten nach oben auf und bist auf diesen ganzen Fußreflexzonenpunkten, die für unsere Sinnesorgane zuständig sind. Genau, Augen, Nase, Ohren und Schulter- und Halsbereich. Jetzt gehst du mit den Füßen ein bisschen weiter vor, sodass du auf unseren, wer das kennt mit dem gelben Ball, 3a und 3b Punkte ist. Ja, das ist, bist. Das ist nicht in der Mitte des Fußes, es ist vor der Mitte des Fußes. Genau. Und jetzt roll nach unten. Die Füße runden sich um die Stange und du bist jetzt circa bei was Magen betrifft und Lunge. Schaut eure Füße an, ob die parallel sind oder ob die ausrotiert sind. Schön parallele Füße. Ja, Fersen mehr nach außen für manche. Und dann rollt von unten nach oben wieder hinauf. Jetzt gehen wir mit den Füßen nach vor, dass du knapp vor der Ferse bist. Die Ferse aber schon hinten unten steht. Ja, das ist der Beckenpunkt. Ihr habt alle so große Füße, dass sich das ausgeht, dass die Zehen vorne runter schauen. Ja. Und die Karin hat den Vorteil, weil die ist am Cadillac. Rollt die Wirbelsäule ab, das ist der Beckenpunkt, und schaut, ob diese Rolle eh nicht auf einer Stelle zu arg ist. Ja? Ob die auf Innenseite und Außenseite gleich arg ist. Roll runter, beuge ein bisschen die Knie, strecke ein bisschen den Hintern raus, also bis runter kommst, bis runter, bis runter, bis runter, Kopf hängt schwer. Und beginnst beim Becken aufzurollen. Sitz beim Knochen, schauen runter, Becken kommt über die Beine. Und wir rollen von unten nach oben auf. Sehr gut. Super. Steigt runter von dem Ding und nehmt euch die Stange auf Hüfthöhe in die Hände. Spürt eure super bearbeiteten Füße. Ihr habt hüftgelenksbreit offene Füße. Genau. Und wir machen da jetzt die 100. Du beginnst zu pumpen. Du atmest 1, 2, 3, 4, 5 und aus. 2, 3, 4, 5 und 1, 2, 3, 4, 5 und aus. 2, 3, 4, 5. Während ihr das macht, macht Fäuste mit den Händen. Ja, genau. Checkt, ob diese Handgelenke parallel zur Stange sind. Ja, also nicht nach innen oder nach innen. Genau. Und wir versuchen jetzt, während wir pumpen, auf die Zehenspitzen raufzukommen. Pumpe 1, 2, 3, 4, 5 und runter. 2, 3, 4, 5 und rauf. 2, 3, 4, 5 und tief. 2, 3, 4, 5. Macht's da weiter und schaut, ob ihr die Mittellinie mit den Beinen halten könnt. Mit den Armen habt ihr sowieso, weil ihr da was in der Hand habt. Schießt die Wirbelsäule nach oben und merke, ob du eh nicht vorführst mit dem Becken oder mit dem Brustkorb, sondern vertikal nach oben steigst.
Richtig, super, Alexander. Bravo, Baba. Sehr schön. Rollst die Schultern auf den Rücken und schaut, dass der mittlere Rücken nach hinten zieht. Ja, Max, genau so. Das ist super. Sehr gut. Gut, Karin. Und rollt, stellt euch wieder hin. Jetzt rollen wir mit der Stange in der Hand die Wirbelsäule ab. Kopf als erster. Jeder Halswirbel extra nach vorne lang machen. Jeder der 12 Brustwirbel, ja, die unterm Hals sind 6 bis 7. Dann noch ein paar. 5 unterm BH-Verschluss. Rollt nach unten ab, lasst nach dem Becken, beugt ein bisschen die Knie und schaut, ob die Stange oder die Fäuste bis zum Boden bringt. Kopf schwer hängen lassen. Dann rollt dein Becken beginnend auf und stapel Wirbel für Wirbel übereinander. Das ist unser Roll-Up, in dem Fall heißt er Roll-Down. Ihr macht es noch 5 Stück und beachtet beim Runterkommen, da habt ihr sie nämlich im Visier, eure Zehen. Krallen die sich oder können die locker sein, die Zehen, weil ihr eh gescheit auf den Fersen steht? Hacken die Füße eine Mittellinie zusammen. Rollen die Schultern auf den Rücken, wenn sie raufkommt, die Stange. Und braucht euch eh nicht kümmern, wenn ihr Arme auf Ohrenhöhe dann habt. Ab Schulterhöhe kümmert ihr euch. Super schön. Sehr schön. Bravo. Wenn wir 5 haben, Dagmar, öffne die rechte Ferse ein bisschen mehr. Und die linke auch. Ja, genau. Wenn wir 5 haben, bleiben wir mit Stange auf Schulterhöhe nach vorgestreckt. Verlagern mal das Gewicht rechts, links. Rechts, links. Und ich hätte sagen sollen Becken. Ja? Das Becken macht die Gewichtsverlagerung. Ihr lasst die Füße, wo sie sind. Ihr lasst die Beine, wo sie sind. Ihr lasst den Brustkorb, wo er ist. Ja. Und ihr shiftet euren Beckenknochen über den Oberschenkelknochen rechts, links. Genau. Bleibt jetzt auf rechts. Bringt den Beckenknochen bewusst über den Oberschenkelknochen und hebt das frei werdende Bein. Da machen wir One Leg Circle. 1, Stopp. 2, Stopp. 3, Stopp. 4, Stopp. 5, Stopp. Andere Richtung. 1, Stopp. 2, Stopp. Schaut, ob ihr bei dem Standfuß eh mehr bei der Ferse steht und nicht bei den Zehen. Genau. Stell den Fuß ab, verlagere das Gewicht auf das linke Bein. Lifte das rechte. Schulter hoch, habt ihr die Arme. Schultern am Rücken. Brustkorb ist eh, Max. Ja. Und Kreis, Stopp. 2, Stopp. 3, Stopp. 4, Stopp. 5, andere Richtung. 3, Stopp. 2, Stopp. 3, Stopp. 4, Stopp. 5, Stopp. Und stell Fuß neben Fuß. Sehr gut. Bring mal die Arme rauf zur Decke. Das ist wie hängen. Ja, es geht sich aus. Achso. Ja, geh ein bisschen zurück. Dass du schön parallel das halten kannst. Genau. Die Karin schiebt die Knöchel in die Decke, die anderen schieben die Knöchel in den Himmel. Und aufpassen, was mit dem Brustkorb passiert. Ja, wo gehen wir denn hin? Da gehen wir denn hin. Genau. Ja, schieb die Stange rauf. Jetzt lifte die Fersen hoch. 2, 3, 4, 5 und senk sie, während du dich aber langziehst. Ja, das ist gemein. Dann werden sie sich strecken, genau. Du rollst rauf auf die Zehenspitzen, da beugen sich der Karin ihre Ellbogen. Und wenn du runterrollst, strecken sie sich, weil die stoßen an der Wand rum an. Und rauf, 2, 3, 4, 5 und tief, 2, 3, 4, 5. Kommt ans vordere Ende der Matte und wir machen ein paar Squats oder Deadlifts heißen wir. Ja? Du streckst mal die Stange nach vor, den Hintern zurück. Und du hast vertikale Schienbeine, beugst die Knie, sodass du Hüfte und Knie, also mehr die Hüfte betonst als die Knie. Mehr den Hintern zurück, mehr den Hintern zurück, mehr den Hintern zurück. Da bleiben und checkt, wo die Arme sind. Ja? Die müssen nicht auf Ohrenhöhe sein. Genau. Was macht der Oberbauch? Hebe und senke die Fersen. Dagmar, trau dich tiefer mit dem Hintern. Hebe und senke die Fersen. Super, Max. Oberbauch. Mach was mit dem Oberbauch. Ja, genau. Lifte und lower. Und hebe und senke. Dagmar, schau die Handgelenke an. Ja, genau. Super. Und kommt's wieder nach oben.
Jetzt streckt sie die Stange rauf zur Decke, während wir Knie und Hüfte beugen. Und zwar die Knie betonen jetzt. Ja? Jetzt geht es hier vertikal nach unten. Ihr zieht die Stange hoch, aber schiebt die Knie nach vor und geht in einer vertikalen Linie nach unten. Vertikal, lehn dich nicht zu weit vor, halte die Rippen drinnen. Und jetzt heb und senk die Fersen. Heb und senk. Schieb die Stange hoch. Heb und senk. Heb und senk. Super, senke wieder, richte dich auf, bring die Stange runter und geh wirklich ans vordere Ende der Matte. Jetzt überkreuzt du die Beine, streckst die Stange nach vor und setzt dich hin. Wander mit einem Popo-Walk in die Mitte der Matte für unsere 100. Roll nach unten ab, zieh beide Knie zu dir, heb Schultern und Kopf, mach Fäuste auf der Stange, streck die Beine dorthin, wo es aushält und über der Oberschenkelhöhe. Genau. Super. Roll die Schultern auf den Rücken. Schieß die Wirbelsäule nach hinten. Beiß die Fersen zusammen. Und schaut, was passieren muss, dass nicht der ganze Körper schüttelt und wackelt. Ja? Es bewegen sich nur die Arme. Ja. Streck die Ellbogen. Hack die Fersen zusammen. Gut. Super schön. Genau. Ja, super. Beug die Knie, fädel die Stange vor, die Oberschenkelrückseite, machen wir die letzten 20 vorne. Ja, stimmt. Und Pumpe atmen. 1, 2, 3, 4, 5 und aus. 2, 3, 4, 80. 1, 2, 3, 4, 5 und aus. 2, 3, 4, 90. Eigentlich waren das schon 20. Ja, gut. Mach deine Handgelenke, Max. Schön lang. Und leg dich ab. Streckt mal die Stange rauf zur Decke. Und ihr habt's da und stellt die Füße hüftgelenksbreit auf. Ihr habt jetzt da die Handgelenke im Sichtfeld. Tut's wirklich, schaut, dass die Linie des Handgelenks parallel zur Linie der Stange ist. Greift mehr mit der kleinen Fingerseite hin, das ist ganz wichtig. Genau, sehr gut. Sehr gut. Wickel mal diese Stange, indem du die Finger rauf zur Decke spreizt und mit der anderen eine Faust machst. Ja, und wickel die Stange und schau, dass die Arme parallel bleiben. Genau, wickel die Stange nach vor, dreh sie nach vor. Das heißt, ein Finger, eine Hand schaut rauf zur Decke und macht so und die andere schaut runter. Genau, dass die Faust sich dreht. Dreh. Genau, als ob du was aufwickelst. Genau. Schau, dass die Stangen waagrecht bleiben. Genau. Und jetzt in die andere Richtung, das heißt, die Finger schauen runter und machen eine Faust. Runter und machen eine Faust. Runter, runter. Ja, genau, das ist die Gegenrichtung. Ihr schaut, dass die Arme lang sind. Genau, das ist eine Übung, die wird normalerweise mit einem Sackerl an der Stange angehängt gemacht, das heißt Beanbag. Und ist wichtig, wichtig, jeden Tag. Griff, Kraft, trainieren wir da. Super. Alle könnten eigentlich die Stange auf Oberschenkelvorderseite bringen und mal den Oberkörper heben und drück da rein, während du ein bisschen raufrollst und die Oberschenkel massierst und wieder runter. Und rauf drücke die Oberschenkel und halt sie fest, die Stange. Ja? Streif diese Oberschenkel aus. Das heißt, wir rollen sie nicht, sondern wir streifen die Oberschenkel. Genau. Ja, genau so. Und wieder lange Handgelenke parallel machen. Zu, genau, da könnt ihr gut hinschauen. Wir wärmen da jetzt die Faszien auf der Oberschenkelvorderseite. Sehr richtig. Super. Genau. Und legt euch unten ab. Beugt euer rechtes Knie zu euch und gebt die Stange an die rechte Oberschenkelrückseite und massiert euch die Oberschenkelrückseite mit rauf und runter. Wir beugen die Ellbogen, aber lassen ein langes Bein. Langes Bein kann man. Ja, genau. Richtet euch jetzt schon euer Standbein ein. Ja, massiert diese Oberschenkelrückseite. Streift da entlang und drückt das Bein gescheit vor. Ja, und es kann hart massiert werden. Ja, ordentlich. Genau. Das war vor den Black Rolls. Ja, hat man so seine Faszien massiert. Gut. Und nimm das andere Bein. Rückseite Oberschenkel. Wir machen die bereit für unsere Roll-Ups. Wir machen 2 oder 3 Half-Roll-Downs und zum Schluss Full-Roll-Ups. Genau. Super. Dann leg dir die Stange um beide Oberschenkelrückseiten, hebe Schultern und Kopf, drück die Beine vor, zieh die Fersen zum Hintern, weite Ellbogen und roll nach oben ohne Füße abstellen. Beug die Knie. Beug die Knie, beug die Knie, beug die Knie, beug die Knie. Ja. Und lass die Stange bei dir. Füße nicht abstellen. Halte hier und jetzt roll das Becken ab. 2, 3, nur das Becken. Und wieder rauf. 2, 3. Alexandra, gib dir die Stange genau daher. Fest.
Quest, höher auf. Oberschenkelrückseite, ja. Und wir rollen das Becken. Das ist ein Half-Roll-Down ohne Füße hinstellen. Rollt eure Schultern auf den Rücken und rollt das Becken. Aufpassen, Barbara, dass du auf 12 Uhr rollst und wenn du drauf kommst, auch bleibst in 12 Uhr. Nicht nachgeben, nicht nachgeben mit um 12. Genau. Super. Richtig. Sehr gut. Stellt eure Füße hin, flex die Füße, bleib oben, Karin, und leg dir die Stange um deine Füße herum. Also herum ist, ja, vor deine Füße. Genau. Zieh da fest an, lass die Füße stehen. Lass sie auf dem Boden stehen. Genau. Tauche nach vorne über die Beine, flex die Füße viel mehr und schau, wie weit können die Fersen nach vorne wegschieben von dir. Tauch nach vorne über die Beine, schieb die Fersen, ja, schieb, schieb, ja, Alexandra, flex die Füße fest. Gut. Kopf soll auf Ebene fast der Schienbeine kommen. Beuge die Ellbogen. Jetzt heb die Stange rauf und roll dein Becken ab. Becken als erster, bis es neutral ist und dort warten wir alle zusammen. Je schneller ihr das macht, desto länger müsst ihr da unten warten. Neutral heißt, Schambein und Hüftknochen sind auf einer Ebene. Ja, Hintern rausstrecken, mehr. Hintern mehr rausstrecken, andere Richtung. Hintern rausstrecken, ja. Und jetzt roll wieder hoch, tauche nach vor, leg die Stange wieder um die Füße, entweder Fersen oder Ballen oder Mitte Fuß. Beug die Ellbogen, zieh dich zu den Beinen. Beug die Ellbogen, zieh dich vor. Dann mal beug ein bisschen die Knie, dann kommst du weiter vor. Genau. Hebe die Stange und roll bis zum neutralen Becken. Und wer dort ein bisschen wartet, kann die Stange rauf und runter heben. Ja, wenn er zu schnell dort ist. Stange heben und senken. Aha, das stimmt, Karl. Schließ die Fersen fest, Max. Genau. Und taucht wieder nach vor. Legt euch die Stange um die Mitte der Füße jetzt. Flex die Füße. Fest, zieh die Vorfüße her, beuge die Ellbogen, bring die Stirn Richtung Schienbein, mehr, mehr, ja, Fersen zu, Fersen zu, Fersen zu, befreie die Stange, Arme nach vor, lange Arme, roll bis zum neutralen Becken und wenn du kannst, von dort dann die Wirbelsäule ablegen, Arme nach hinten, Arme nach oben, einatmen, raufrollen, ausatmen, vortauchen, ohne Stange herumzulegen, geht es nur so weit vor, wie ihr vorher wart und mach 4 Roll-Ups. Nächste Woche gibt es so eine Stunde am Teich von der Isovolta. Wer da hinkommt, gut. Und für die anderen schließe ich jetzt die Aufnahme. Viel Spaß mit dem Anfang dieser Stunde.